Hallo, heute will ich mir mal den Robots-Tester anschauen. In meinem Video über das Deep Web durchsuchen haben wir uns ja schon mal die Robots.txt angeschaut. Ja, die schauen so aus. Und das sind halt immer gewisse Sachen verboten oder erlaubt, die dann von Suchmaschinen angeschaut oder nicht angeschaut werden dürfen. Und da steht ja echt enorm viel drin. Und dieser Robots-Tester sagt, dass er ja da automatisch durchprüft, was davon eigentlich funktioniert. Ich vermute mal, dass sowas mit Sternchen schon mal nicht funktioniert, weil da müsste er ja 1000 Variationen durchtesten. Aber und auch hier interessant, hier werden Webseiten genannt wie Microsoft.com. Wie geht er damit um? Naja, werden wir gleich sehen. So, holen wir uns erstmal das Projekt. Kopieren. So, ich bin hier schon mal in meinem Git-Ordner. Und jetzt Git Clone. So, jetzt gehen wir in den Ordner rein. Da ist eine Requirements. Pip 3 install-r robot. Quatsch. Requirements. Dann werden jetzt die Abhängigkeiten, die das Programm benötigt, installiert. Ja, kommen noch ein paar dazu. Einige sind schon fertig. So, ging ganz schnell. Und jetzt sudo python 3 setup.py install. So. So, Robots-Tester-help machen wir doch mal erstmal so. Okay, was haben wir? Help Message, U für eine URL. F für ein File, Quiet, unsichere SSL, also unsicher heißt, wenn es nicht von offiziellen Stelle ausgegeben wurde, wo man dann immer diese Nachfragen gibt. Gut, also wir haben einmal diese Robots.txt, das probieren wir doch gleich mal aus. Minus U. Naja, also die fremden URLs hat er ignoriert. Ups, das hat jetzt nicht geklappt. Kopieren. Einfügen. So. Aha. Sehr schön. Und da bin ich doch jetzt auch sehr gespannt, wie er auf diese Sternchen reagiert. Er ignoriert sie einfach. Okay. Also, ein Tool, das einem ein Stück weit die
Überprüfungen abnimmt, aber man sollte sich die Robots trotzdem auch selber nochmal anschauen, weil da eben doch deutlich mehr drin ist, als das, was das Programm mir jetzt rausholt. Aber ein nettes Hilfsmittel. So, macht's gut. Ciao, ciao.